Wer hat im vereinigten Europa die Macht in der Hand? Angela Merkel, würden viele sagen. Ich aber werde Ihnen gleich hier im Studio einen Mann vorstellen, der in nicht wenigen europäischen Schicksalsfragen weit mehr zu sagen hatte in den letzten 12 Jahren als Merkel und Co. Dass er vielen in der Öffentlichkeit nicht bekannt ist und aus Griechenland kommt, macht die Sache nur noch spannender und hängt damit zusammen, dass er diskret gewirkt hat von dem Justizpalast aus in Luxemburg, in dem Europas höchstes Gericht tagt. Dieses hat er als Gerichtspräsident entscheidungsfreudig oder, sagen andere, mit straffer Hand geführt, bis er vor wenigen Tagen zurücktrat. Herzlich willkommen, Vassilios Kouris. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie für Ihr erstes großes Fernsehgespräch nach Ablauf der richterlichen Zurückhaltungspflicht unsere Einladung in die Sternstunde angenommen haben. Euer Ehren, wusste eigentlich die Bäckersfrau, wo Sie Ihre Brötchen holten, oder der Kellner in Ihrem Lieblingslokal, was für ein wichtiger Mann in Europa Sie waren? Ich nehme an, in vielen Fällen ist das der Fall gewesen, aber das hat deren Benehmen mir gegenüber in keiner Weise verändert. Weil Luxemburg ist ja, wie Sie wissen, ein kleines Land, ein sehr friedliches Land, ein ruhiges Land. Und da sind sehr viele Leute tätig. Lauter wichtige Leute, die dann da eben in diesem Sinne nicht, wichtig sind. Nicht der mächtigste Richter Europas. Ja, gut. Ist da nicht der Kellner gekommen und hat gesagt, ich habe da ein Problem, kann man was machen? Glücklicherweise ist es so, dass der Gerichtshof dann eben nicht über einzelne individuelle Fälle entscheidet, sondern dies nur tut, wenn die nationalen Gerichte, der nationale Richter sich an den Europäischen Gerichtshof wendet. Okay. Aber inhaltlich sind das die Fidelstücke manchmal in europäischen. Das ist sicherlich richtig, aber eben nicht in dem Sinne, dass man eine direkte Klage von dem Sie haben das letzte Wort. Oder von dem Bäcker bekommen. Aber immerhin. José Manuel Barroso sagte in dieser Sendung Anfang Jahr, wenige Tage nachdem er aus seinem Amt verabschiedet worden war, mit Augenzwinkern sagte er, man spüre den Machtverlust, wenn man hinten in sein großes Auto steigt und der Wagen nicht anspringt. Hatten Sie als Gerichtspräsident einen Chauffeur? Ja, ich hatte einen Chauffeur, ja. Und jetzt auch einen Dienstwagen. Diese Insignien der Macht sind weg. Ist das komisch? War das komisch, am 7. Oktober das letzte Mal die Bürotür zuzuziehen? Ich war der wichtigste Richter Europas und jetzt bin ich ein Normalbürger. Das würde ich nicht sagen. Also man muss sich auch auf diese Zeit vorbereiten. Und ich habe immer das Motto gehabt, man muss mit den Dingen leben können, aber man muss sich auch daran gewöhnen, ohne die Dinge zu leben. Und wenn man sich gut darauf vorbereitet und auch vielleicht, das ist auch sehr wichtig, den Eindruck hat, dass man seine Arbeit gut getan hat, dann würde ich sagen, ist der Abgang nicht so schwierig. Kein bisschen Machtverlust, Kater? Nein. Noch nicht? Jedenfalls, ich habe nicht die Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Natürlich, Sie sind immer noch gefragt von Universität zu Universität. Da will man wissen, was der höchste Jurist Europas so denkt. Jetzt, was uns vielleicht erstaunen kann, ist, dass just ein Mann aus Griechenland auf dem Olymp der europäischen Justiz zum Schluss die oberste, die Jupiter-Position innehat. Wie ist das entstanden? Olymp ist ja ein griechischer Berg. Ja, es ist logisch. Wir brauchen Europa, wurde ja von Ihnen erfunden, den Griechen. Also hat schon seine Logik. Aber wie ist es trotzdem entstanden? War das ein früher Traum? Wollten Sie nie Fußballprofi werden oder Pilot, sondern immer höchster Richter? Nein, das sicherlich nicht. Ich bin in einer Juristenfamilie aufgewachsen und daher traditionsmäßig dann eben auch Jurist geworden. Ich habe also dann im Ausland studiert, in Deutschland. Ich war dann, ich habe gewählt die akademische Laufbahn. Aber Juristenfamilie, alle sind Juristen, außer Ihre Gattin. Aber das ich glaube, sonst sind die Kinder sind jetzt Juristen, die Eltern. Viele Normalbürger finden Jurisprudenz ein bisschen langweilig. Bei Ihnen war das Thema am Frühstückstisch? Das nicht. Aber wissen Sie, man kommt ja zur Juristerei,
wenn man aus einer humanistischen Bildung heraus dann überlegt, ganz einfach, was will ich machen, wenn mich eben die humanistischen Studien interessieren. Und der Jurist oder die Juristerei eröffnet ja eine breite Palette von Möglichkeiten. Und deswegen nehme ich an, werden sehr viele Leute zu Juristen. Das ist ja dann eben nicht vorgegeben, sondern das ist eine sachliche Entscheidung, die man trifft. Und sicherlich spielt da auch eine Rolle und hat bei mir auch gespielt, die Tradition in der Familie in dem Sinne, dass man dann eben gewissermaßen in der lokalen Gesellschaft zumindest bekannt ist, nicht? Also wenn man schon in einer solchen Tradition steht. Dass ich dann einen anderen Weg gewählt habe, das ist dann eben eine Frage des Zufalls, nicht? Das ist nicht vorgegeben und man kann auch nicht darauf hinarbeiten, Richter, geschweige denn Präsident beim Europäischen Gerichtshof zu werden. Viel das Glück dabei auch. Sicherlich. Das ist Schicksalsgöttin muss ein bisschen Schicksalsgöttin spielt eine Rolle. Anstoßen. Ja, schon. Sie sind aber ein waschechter Grieche und reden Deutsch, dass man den Griechen kaum mehr heraushört. Was hat Sie an der deutschen Kultur so fasziniert? Sie gingen dann nach Berlin. Zunächst einmal war ich auf einer deutschen Schule in Griechenland, in Thessaloniki. Und ich habe dann ein Stipendium bekommen. Warum war das? Also ein bisschen Elite-Familie, die Eltern das haben war schon gut auch gemacht. Eine sehr gute Schule. Ja. Ja. Das war eine sehr gute Schule. Und das war so sicherlich die Überlegung meiner Eltern, dass ich dann in eine gute Schule gehe. Aber dann kam eben das eine zum anderen. Also ich bekam ein Stipendium und deswegen habe ich ein Studium begonnen in einer Großstadt in Berlin. Nicht, die dann Berlin hatte ich ein Jahr vorher besucht, vor dem Beginn meines Studiums. Und ich habe die Stadt sehr interessant gefunden, die geteilte Stadt damals. Da war noch der Kalte Krieg da, aber da Sie konnten offenbar Krieg. Gut nach Ostberlin gehen. Ja, das konnte man als Ausländer, hatte man die Möglichkeit zu gehen, natürlich unter strenger Überwachung und Kontrolle, aber die Möglichkeit bestand. Und das war also eine sehr schöne und interessante Zeit in Berlin mit einem sehr guten Studium. Und da gingen Sie in Ostberlin auch Brecht-Stücke anschauen. Sie sind ein humanistischer Mensch. Sie wissen aber sehr viel. Ja, wir haben uns ein bisschen vorbereitet und gesehen, ja, Sie sind nicht ein Paragraphenfresser nur. Sie sind ein das Geistesmensch. Das könnte man auch nicht. Das dürfte man nicht sein. Aha. Man muss natürlich auch sehr genau verstehen, man muss ein guter Jurist sein, man muss auch sehr genau verstehen, was die Nöte der Menschen sind, nicht? Und wie das Umfeld ist, in dem man lebt. Und da spielen natürlich diese Dinge auch eine ganz wichtige Rolle. Wie gesagt, zum Schluss brachte die Schicksalsgöttin Sie voll auf den Olymp in Luxemburg, höchstes europäisches Gericht. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Da sind jetzt 28 hohe Richter aus verschiedenen Kulturen, verschiedenen Ländern, die suchen gemeinsam nach der Wahrheit. Nur schon in welcher Sprache machen die das? Unsere Arbeitssprache ist Französisch geblieben. Es war ja von Anfang an, als der Gerichtshof bzw. die Europäische Gemeinschaft, die europäischen Gemeinschaften aus 6 Gründungsstaaten bestanden, war die Arbeitssprache Französisch und die Arbeitssprache ist Französisch geblieben. Aber der Gerichtshof ist ja ein multilinguistisches System oder hat ein multilinguistisches System. Das heißt, beim Gerichtshof werden alle Sprachen benutzt, alle Amtssprachen. Wir haben dann 23 Amtssprachen. Und man darf natürlich seinen Fall beziehungsweise der Richter seine Entscheidung, in der er uns um Rat fragt, in seiner eigenen Sprache. Das braucht ein Heer von Übersetzern. Das ist richtig. Wir haben also ungefähr 800 Juristen im Übersetzungsdienst. Das ist der größte Dienst des Gerichtshofes. Der Gerichtshof hat ungefähr ein Personal von 2200 Menschen, die dort auch dann arbeiten. Auch da haben Sie ziemlich ausgebaut. Ja, aber gut, das kam, von der wenn Sache Sie so wollen, her. Von der Sache her. Nicht? Ja. Das ist also keine Entscheidung des Präsidenten gewesen. Man braucht eben auch Klar. so viele Leute, um dann eben dieses System
funktionell zu halten. Und funktionierte es meistens? Ich habe von einem lustigen Fall gelesen, wo ein Fall auf Finnisch behandelt wurde und dann war ein unmögliches finnisches Wort, Poikuk oder da und so, und das wurde falsch übersetzt und dann eine Zeit lang haben dann, die... Dann haben Sie das sehr genau untersucht, ja. Herr Klaproth. Es ist richtig, dass dann es so funktioniert hat. Das ist also eine... ich meine, die... Unsere Entscheidungen werden in allen Amtssprachen übersetzt. Das heißt, es gibt also am Tag der Verkündung des Urteils das Urteil in allen Amtssprachen, genauso wie die Schlussanträge unserer Generalanwälte, die dann dem Gerichtshof einen Vorschlag unterbreiten in den wichtigeren Fällen, auch in allen Amtssprachen übersetzt wird. Aber natürlich ist die eigentliche Amtssprache in jedem Urteil die Sprache, die Verfahrenssprache, nicht? Das wird bestimmt durch den Antragsteller bzw. durch das Gericht, das die Frage stellt. In diesem Fall war es eben Finnisch. Und eine Kollegin, also die frühere Präsidentin des Bundesverwaltungsgerichts, hatte mir geschrieben, um zu sagen, dass da ein Wort wahrscheinlich, wie ein Kollege von ihr in einem sehr technischen Umweltschutzfall, entdeckt wurde, nicht richtig benutzt und übersetzt worden ist, was wir dann nachgeprüft haben. Und es besteht die Möglichkeit, das dann auch richtig zu stellen. Das war dann gerade das Gegenteil. Es durfte keine Ausnahme geben. Auf jeden Fall, offenbar aber sehr oft entsteht... Das war in der deutschen Fassung. Ja. In der finnischen Fassung war es richtig. Und die gilt dann? Ja, die gilt natürlich. Ja. Also das ist die ist die entscheidende. Ja. Aber auch da kann man nachträglich mal einen Fehler entdecken. Das kann ein Tippfehler gewesen sein, nicht, der dann einem entgangen ist. Und das muss man dann korrigieren. Aber das sind keine dramatischen Fälle. Okay, mit Ihren hunderten juristisch ausgebildeten Übersetzern, da findet man meistens die richtige Lösung. Aber was ist von der Kultur her? Da kommen die 28 Richter aus so verschiedenen Ländern. Und man sucht gemeinsam die Wahrheit. Findet man die? Gewinnt einfach, wie Habermas gesagt hätte, die Kraft des besseren Arguments? Sicherlich spielt das bessere Argument eine ganz entscheidende Rolle. Und ich darf vielleicht sagen, ohne also nun das Beratungsgeheimnis zu verraten, dass unsere Entscheidungen sehr konsensuell sind. Also sie werden genau überprüft, genau bearbeitet. Und es ist ganz wichtig zu betonen, dass bei unseren Entscheidungen die Beratung die entscheidende Rolle spielt. Also die Beratung ist eine echte, kollegiale Beratung, eine Herausforderung für die teilnehmenden Richter. Und man kommt also doch dann zu einem Ergebnis, das, wenn nicht immer von allen geteilt wird, dann doch von einer sehr überzeugenden Mehrheit. Viele haben aber gesagt und geschrieben, obwohl es ein kollegiales Gremium ist, waren Sie der Wettermacher eigentlich. Weil nur schon Sie haben als Gerichtspräsident die Macht, die Fälle zuzuteilen. Das ist richtig. Da kann man doch ziemlich steuern. Ja und nein. Zunächst einmal wird man ja als Präsident immer von seinen Kollegen gewählt. Und da ich das Glück und die Ehre hatte, von meinen Kollegen wiederholt gewählt zu werden, muss ich dann wahrscheinlich bei der Verteilung einen richtigen Weg gefunden haben, dass die Kollegen auch damit zufrieden waren und nicht den Eindruck hatten, ich würde also durch die Verteilung der Fälle die Sache eben steuern. Das scheint ein bisschen Ihre Lebensphilosophie zu sein. Nicht als Dampfwalze, auch wenn man die Macht hätte, alles platt zu walzen, da durchzufahren durch die Landschaft, sondern dauernd verhandeln. Man muss überzeugen. Es ist wichtig zu überzeugen und es ist wichtig, auch den Kollegen die Möglichkeit zu geben, dass sie ihre Überzeugung vortragen und dass man dann eben auf der Grundlage der Überlegungen, die angestellt worden sind, das ist vielleicht das Amt und die Kunst des Präsidenten, dann eben die Debatte auf die wichtigen Fragen zu konzentrieren und dann zu einem Ergebnis zu kommen. Was ist Ihr Idealziel, Ihr Gerechtigkeitsbegriff? Wonach hat man gesucht? Nach der Wahrheit oder nach einem möglichst guten Kompromiss? Man hat gesucht nach der richtigen Auslegung und Anwendung des Rechts. Ich meine, für den Richter, wissen Sie, der ist in einer bequemeren Position, wenn das Recht, das er anwendet,
relativ klar ist, dann hat er von sich aus nicht so viel beizutragen. Er muss subsumieren und das Ergebnis. Das könnte auch ein Computer machen dann. Das könnte, ja, bis zu einem, ja, es gibt einen großen Fortschritt bei den Computern beziehungsweise bei den Robotern. Das kann man, glaube ich, im Moment nicht genau diskutieren. Aber es trifft auch zu, das muss man sagen, ganz offen sagen, dass Gesetze, wie das dann auch in den Mitgliedstaaten und in den Staaten der Fall ist, das Ergebnis von Kompromissen sind. Und Kompromisse sind nicht dadurch ausgezeichnet immer, dass sie klar sind, sondern dass sie dann eben dem Richter die Aufgabe übertragen. Und manchmal wird das auch klar gesagt, nicht? Also wir können das nicht besser machen, das wird der Richter schon entscheiden. Oder der Richter wird es richten. Ja, und da waren ein paar Dossiers, wo ganz wichtige Dinge zu entscheiden waren. Und das ist sicherlich, da haben Sie völlig recht, die Fälle gibt es auch. Und da muss man eben sehen, nach welchen Kriterien man zu einem Ergebnis kommt. Beim Gerichtshof und beim europäischen Recht spielt das sogenannte nützliche Ergebnis, der Effet utile, wie man das dann eben als erstes... Aber wer entscheidet, was nützlich ist und... Na, eben dann die Mehrheit, nicht? Die Mehrheit entscheidet, was dann ist, was ist der Effet utile dieser Regelung, die vielleicht zunächst einmal nicht besonders klar wirkt. Und es kommt eben dazu, dass wir dann eben versuchen, diesen Effet utile zu finden. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, in den meisten Fällen ihn auch zu finden. Also das war eine kollegiale Sache. Sie haben mich überzeugt, aber trotzdem insistiere ich nur noch ein kleines bisschen. Man sagt, Sie waren der strenge Steuermann. Sie konnten also hohen Regierungsvertretern, die Chefjuristen, die mehrere europäische Regierungen vertraten, ziemlich übers Maul fahren. Es gab einen Anwalt Matre oder so, dem haben Sie gesagt, komm zur Sache und so. Sie waren ein ziemlich strenger Richter. Wissen Sie, es geht dann um die mündliche Verhandlung. Und die mündliche Verhandlung hat natürlich auch den Sinn, nicht den Parteien zu gestatten, dass sie noch einmal wiederholen, was sie bereits schriftlich vorgelegt haben, sondern dem Gerichtshof nützlich zu sein. Das heißt, wir wollen von den Parteien gewisse Fragen geklärt haben, die uns wichtig erscheinen. Und ich habe immer versucht, dies dann deutlich zu machen, dass es darum geht, dem Gerichtshof zu dienen und nicht also der Selbstdarstellung. Und da kann es manchmal vorgekommen sein, dass ich vielleicht etwas streng reagiert habe, damit uns die Möglichkeit bleibt, denn eine mündliche Verhandlung, gerade vor der Großen Kammer mit 15 Richtern und einem Generalanwalt, ist ja auch keine leichte Sache. Also man muss schon sich konzentrieren und es kann auch nicht 8 Stunden dauern, nicht? Denn das, man weiß, das hilft nicht der Konzentration. Also man muss, der erste Teil muss sehr kurz sein. Wichtig ist der Teil der Fragen, die wir stellen. Also Sie waren nicht Richter gnadenlos aus Prinzip, sondern weil es der Sache dient. Machen Sie vorwärts, Anwalt, auf Französisch. So ist es. Wie sagt man Französisch? Kommen Sie zur Sache, haben Sie dem übers Maul gefahren? Ja, ich weiß nicht, ob das in dem Fall ein französischer Fall war oder kein französischer Fall. Ja, es war ein Franzose, Belgier, habe ich gelesen. Aber okay, also es wird Ihnen auch angerechnet positiv, dass Sie die Sache in der Hand hatten. Jetzt wollen wir schauen, was dieses Gericht inhaltlich alles so entschieden hat. Spannende Dinge. Ich habe mir sowieso gesagt, von der Schweiz aus hier überlegen wir uns oft, was ist das für ein Europa? Die einen sind fasziniert, sagen, Europa, das ist das neue Mutterland der Werte, der Menschenrechte, wo man mehr als in Amerika, USA die Rechte des Bürgers schützt, weniger Geheimdienste und Überwachung hat und so. Andere sagen, nein, Europa ist ein Moloch, ein bürokratisches Monster, das alles regeln will, die Krummheit der Bananen und die Länge der Gurken. Und ich habe mir gesagt, Sie sind eigentlich das wandelnde europäische Ideal. An Ihnen kann man sehen, es gibt den europäischen Bürger, der aus dem Süden kommt, im Norden Erfolg hat, viel weiß, gescheit ist, sympathisch ist und noch höchster Richter wird. Also Sie sind jetzt ein bisschen mein Testobjekt, um auszuloten, ob Europa mehr der Moloch ist oder das Mutterland der
Rechte und der Werte. Und wenn wir jetzt die letzten Fälle anschauen, nehme ich mal an, würden Sie darauf plädieren, da hat das höchste europäische Gericht jetzt viel gemacht, um die Rechte des Bürgers zu schützen. Das war ein bisschen Ihre Handschrift auch. Das ergab sich also aus der Tatsache, dass die Fälle an uns gekommen sind. Wissen Sie, ein Gericht kann ja nicht von sich aus, von Amts wegen tätig werden. Ein Gericht ist so gut und so nützlich, wie es die Fälle erlauben. Und es trifft zu, dass wir in der letzten Zeit dann eben eine Reihe von Fällen gehabt haben, die sich dadurch oder daraus ergeben haben, dass jetzt nach dem Vertrag von Lissabon die Europäische Union mehr Zuständigkeiten bekommen hat und auf dem berühmten Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts dann eben tätig geworden ist durch eine Reihe von Maßnahmen und Initiativen. Und diese Initiativen haben dann eben diese Fälle gegeben. Natürlich verbunden mit dem auch formalen Inkrafttreten der Grundrechtecharta. Europa verfügt über eine Grundrechtecharta aus 53 Artikeln, die dann eben, wenn man das dann global sieht, die dann eben die Grundrechte, die modernste Grundrechte, der modernste Grundrechtskatalog auf der Welt ist. Und der vielleicht schönste Fall, der belegt, wie jetzt dieses Gericht mächtig seine Stimme donnern ließ, der hat stattgefunden am zweitletzten Arbeitstag in Ihrer schönen Karriere, am 6. Oktober, am 7. haben Sie das Büro dann abgeschlossen. Und dort hat man gesehen, dass der Europäische Gerichtshof nicht bloß komplexe, abstrakte, juristische Fachfragen beurteilt, sondern eben auch Dinge, die sehr direkt ins Leben der EU-Bürger eingreifen. Das war das Urteil. Ein junger Österreicher, ein Student, Max Schrems, Jus-Student, hat Facebook verklagt, weil er gesagt hat, die geben seine Daten dort in Amerika, in den USA drüben, dem Geheimdienst NSA und so. Das passte ihm nicht, hat sich heraufgeklagt durch alle Gerichte. Und an ihrem vorletzten Arbeitstag, euer Ehren, liegt die Sache zur Entscheidung in Luxemburg, eine unserer wichtigen Nachrichtensendungen hier, 10 vor 10, hat das als Aufmacher am Abend des 6. Oktober gebracht. Und das tönte dann so. Jahrelang hat er mit Facebook gestritten. Heute war sein Tag des Triumphes. Der 27-jährige Jus-Student Max Schrems. Die Richter entschieden, dass seine Daten in den USA zu wenig gut vor dem Zugriff von Geheimdiensten und Behörden geschützt sind. Das Urteil gilt als wegweisend. Benutzt ein User Facebook in Europa, werden seine Daten auf Facebook-Servern in den USA gespeichert. Denn Facebook ist amerikanisch. In den USA allerdings ist der Datenschutz lasch, befand heute der Europäische Gerichtshof. Im Hinterkopf hatte er den NSA-Spionageskandal. Bisher konnten amerikanische Firmen ein Zertifikat einholen, genannt Safe Harbor. Damit bestätigten sie, dass sie die Daten aus Europa gemäß den strengeren europäischen Datenschutzbestimmungen behandeln. Das Gericht hat nun aber entschieden, dass diese Zertifikate keinen ausreichenden Schutz garantieren und damit nichtig sind. Ja, Herr Skouris, früher hat das Gericht Milchquoten und Zementkonglomerate und so beurteilt. Und jetzt das, wo man abwägen muss zwischen der Freiheit des Individuums und der Sicherheit. Ich meine, die Amerikaner, blöd sind sie auch nicht, die machen ja auch eine Abwägung, sagen, Schutz vor Terror braucht eben Möglichkeiten für die Geheimdienste, dass nicht die bösen Kräfte siegen. Zum Schluss schläft man da manchmal als Richter schlecht und hinter sind sich auch. Wie viel Freiheit soll ich dem Individuum geben? Wie viel Schutz? Herr Klapproth, glücklicherweise müssen wir also nun diese Abwägung auf der Grundlage von bestimmten und konkreten Normen machen. Und in diesem Fall, wie in dem vorausgegangenen Fall Digital Rights, ging es darum. War das Google damals? Das war nicht Google, ja. Das war die Vorratsdatenspeicherung. Bei Google haben Sie auch noch Google, den Zähler eingestellt und richtig. Gesagt, es gibt das, kommt, Recht auf Vergessen. Ich meine, man muss diese drei Urteile eigentlich zusammennehmen. Also Digital Rights und damals und Seidlingen, das war auch ein österreichischer Fall, ein irischer und ein österreichischer Fall. Das war 2014. Dann Google, Spain und jetzt Schrems. Da gibt es in der Grundrechtecharta den Artikel 7 und den Artikel 8, die schützen
die Daten, die persönlichen Daten der Bürger, und zwar auch gegenüber Privaten. Also das ist ein Schutz, der das hat, was man in der Juristerei unmittelbare Drittwirkung. Das heißt, dieser Schutz gilt auch gegenüber Privaten. Das ist natürlich für Google Spain ganz wichtig, weil Google ja nicht der Staat ist, demgegenüber das Grundrecht geltend gemacht wird. Also das ist der eine Punkt. Und dieser Schutz geht dann sehr weit aufgrund der Grundrechtecharta. Also konnte der Gerichtshof nichts anderes sagen, als bei Digital Rights, dass die anlasslose Speicherung auf unbegrenzte Zeit fast von Daten von Bürgern, ohne dass es dann Differenzierungen gibt, dass die nicht vereinbar ist mit dem Datenschutz, der dann durch die Grundrechtecharta garantiert ist. Und das Gleiche gilt bei Schrems für diese Entscheidung, die dann die Kommission auf der Grundlage einer Richtlinie getroffen hat, dass dann eben auf amerikanischer Seite der Schutz ein ebenbürtiger oder ein adäquater Rechtsschutz und Rechtsschutz gewährt wird, wie das in Europa der Fall ist. Das haben wir festgestellt, war nicht der Fall. Und da ergibt sich für den Richter keine schwierige Aufgabe, als zu sagen... Das hätte der Computer wieder gleich entschieden. Nein, das ist sicherlich nicht so. Das würde ich nicht sagen. Werturteile in Politik. Aber es kommt darauf an, wie hoch man diesen Wert ansetzt. Ja. Und dieser Wert ist dann eben sehr hoch in Europa. Und dies wollte der Gerichtshof auch zeigen, dass es zu verteidigen gilt. Damit sind Sie weltweit, kann man sagen, zu den Vorkämpfern geworden für eine entschieden individuelle Auslegung dieser Rechte des Bürgers und der... Das kann nur individuell sein. Ja, meine Daten werden geschützt, nicht? Das ist eben das Individuum. Oder einfach, dass das ist die Privatheit. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Sie wissen, dass es heute sicherlich nicht sehr schwer ist, auf der Grundlage auch von bestimmten Daten, also Profile zu erstellen. Ja. Also das ist doch jedem bekannt, auch denjenigen, die technisch vielleicht nicht so bewandert sind wie Sie. Also insofern kann man sagen, ist die Gefahr doch groß und das Risiko ist dann eben, wie soll man sagen, das ist eben ein sehr hohes Risiko und das konnte man nicht akzeptieren. Diese Gefahr ist da, man sieht sie weltweit und ich stelle mir vor, Sie wurden auch zu Recht, würde man sagen, gefeiert als Vorkämpfer für den Erhalt der Privatsphäre in der Güterabwägung. An für sich sind ja die Institutionen der EU nicht sehr populär und beliebt. Es gibt ja Umfragen, oft die Hälfte der EU-Bevölkerung findet das nicht gut, was die in Brüssel machen und in Luxemburg und so. Hat das die Popularität jetzt gesteigert, dass man hier als Menschenrechtsmaschine daherkommt? Das war jedenfalls nicht unser Ziel, also dass die Popularität gesteigert wird, sondern unser Ziel war, richtiges Recht zu sprechen. Ja, es trifft zu, dass dann Europa sehr oft und sehr stark als ein bürokratischer Mechanismus beschrieben wird. Daran ist vielleicht die Politik nicht ganz unschuld, weil sie dann doch diesem Eindruck nicht entschieden auf Staatsebene, auf Mitgliedstaatsebene entgegentritt, zu sagen. Aber ist es nicht auch ein bisschen ein berechtigter Eindruck? Ist es nicht ein bisschen ein Monster mit aber tausenden Verordnungen und eben das berühmte Corpus Delicti ist dann die Gurke, die gekrümmt sein muss und die Banane. Ich meine, darüber kann man ja immer streiten. Und es ist richtig, dass man auch Recht entschlacken kann. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber es wäre, glaube ich, ungerecht, jetzt Europa gleichzusetzen mit diesen etwas überbetonten Beispielen. Europa ist für mich, und das war es immer, eine Wertegemeinschaft, eine Rechts- und eine Wertegemeinschaft. Man muss sehen, dass in diesem vereinten Europa von Anfang an Institutionen gewirkt haben, die dem Recht verpflichtet waren. Das ist also keine normale internationale Organisation, sondern das ist eine Organisation, die von Anfang an als Rechtsgemeinschaft gebildet wurde und natürlich da auch mit einem Gerichtshof, der über weitgehende Kompetenzen verfügte und über Kompetenzen gerade auch gegenüber den Mitgliedstaaten. Das heißt, die Kommission kann einen Mitgliedstaat verklagen gegenüber in Luxemburg,
weil dieser Mitgliedstaat also seine Verpflichtungen aus dem Unionsrecht nicht erfüllt hat, nicht eingehalten hat. Also das ist natürlich auf internationaler Ebene, wie Sie wissen, ein großer Fortschritt. Da braucht man keine Verhandlungen zu führen, sondern das ist dann eben im Vertrag so. Und dann es gibt halt auch Kreise, die das sehr kritisch sehen und sagen, dass die Tatsache, dass diese Kompetenzen immer weiter nach oben gegangen sind und jetzt bei einem Gericht sind, was die Leute nicht kennen, dass man hat ein Gefühl der Fremdheit dann, die entscheiden irgendwo weit weg. Und das wurde doch sehr kritisiert, dass ein fernes Gericht die Dinge entscheidet und nicht mehr die Gerichte in der Nähe. Und wir haben zum Beispiel ein Bild auch vorbereitet, wo man sieht, dass sie eben wirklich auf ganz höchster Ebene mit den Regierungen dann geredet haben. Ich habe eine Fotografie hier, wie sie mit Frau Merkel unterwegs sind. Und das kann den Eindruck erwecken, die ganz oben, die Regierungen und die hohen Richter, die richten das halt und es ist nicht mehr dort, wo es sein sollte, nah bei den Leuten, die Entscheidung. Es handelt sich um einen Besuch der Bundeskanzlerin, die sie dann am Gerichtshof gemacht hat. Nicht? Das ist also kein Treffen gewesen und kein geheimes Treffen, sondern wir haben natürlich auch sehr oft Besuch von den Staatschefs der Mitgliedstaaten. Wir freuen uns über diesen Besuch, aber wir führen ja keine Verhandlungen mit denen. Nicht? Also, aber man sagt, Sie hätten schon auch mal mit dem deutschen Justizminister Maas sondiert, wie die reagieren würden. Das ist eine Verleumdung. Das ist nicht geschehen. Das ist eine Verleumdung, okay. Die kam aus einer bestimmten Quelle. Und das will ich also überhaupt nicht kommentieren. Wer mich kennt, weiß, dass ich mit niemandem nicht nur nicht verhandelt habe, sondern ich kann Ihnen versichern, dass während meiner 12-jährigen Zeit als Präsident ich nicht einmal einen Anruf erhalten habe in der Angelegenheit, also in dieser Richtung. Also nicht nur hätte ich ihn nicht angenommen, aber ich habe ihn nicht erhalten. Druckversuche gab es nicht in dem Sinne? Nein, nein. Also jeder hat gewusst, also, dass das überhaupt keinen Sinn gehabt hätte, Herr Glanz. Dann war das eine totale Fehlmeldung, die ziehe ich hier in aller Form zurück natürlich. Aber Sie wurden zu den Verfechtern der Interessen des Einzelbürgers und der Bürgerin, auch in anderen Fällen, Asylgrund, Homosexualität als Asylgrund, Frauendiskriminierung durch Versicherungen. Sie sind ein bisschen. Steht alles in der Grundrechte. Das haben Sie in Europa. Ich wollte sagen, also vielleicht noch einen Satz dazu. Ich meine, dieses Europa der Werte. Diese Werte sind erwähnt in den Verträgen mehrmals. In der Präambel zu dem Vertrag über die EU. In den Artikel 3, also des EU-Vertrages, nicht? Okay. Aber da applaudieren Ihnen ja auch alle. Ja, aber und darum trotzdem, geht es doch. Auf jeden Fall. Und trotzdem bleibt offenbar das Gefühl noch, es ist nicht unser Europa. Das scheint alles noch so weit weg, dieses Luxemburg und dieses Brüssel, von den Menschen in Deutschland und in Frankreich und in Osteuropa und in Südeuropa. Ja, aber wie kann man dem entgegenkommen? Ja. Ich meine, man kann ja nicht jetzt regionale Gerichte errichten, ja, die dann eben europäisch genannt werden. Es muss eine Instanz geben, die dann eben zentral ist. Wir sind ja nicht in Brüssel, sondern wir sind in Luxemburg. Ich finde, und ich sagte immer, wir sind sehr gut in Luxemburg aufgehoben, weil wir natürlich auch richten über die Kompetenzen der sehr wichtigen Institutionen. Ja. Und das stimmt. Mehr und mehr haben Sie denen. Ja, also das ist natürlich auch ein Punkt, nicht, den man sehen muss. Also man muss unabhängig sein, natürlich auch gegenüber den Institutionen. Richter Skouris, Sie zeichnen, und ich denke mit Recht, ein sympathisches Bild von einem Europa, das es auch schafft, die Grundwerte, die die Menschheit sich in den Menschenrechten und so erarbeitet hat, durchzusetzen, mehr vermutlich als irgendwo sonst auf der Welt. Jetzt komme ich aber zur anderen Hypothese, dass Europa nicht nur die Hochburg der Menschenrechte ist, sondern auch die Hochburg der Machtkolosse. Nicht, andere machen das auch, aber Europa als Machtkolosse. Die Zitterpartie um den Grexit, um den Austritt ihres Heimatlandes Griechenlands aus dem Euro, ist jetzt im Moment aus den
Schlagzeilen wieder raus, aber sie hat doch sehr interessante Grundsatzfragen ans Licht befördert. Und als Grieche, der es zu höchstem Einfluss in der EU gebracht hat, haben Sie eine ganz interessante Scharnierposition, finde ich, hier. Und als Grieche, müssen Sie nicht auch sagen, als es hart und auf hart ging damals im Sommer, ist die Eurozone nicht unheimlich brutal umgesprungen mit dem schwachen, kleinen Griechenland? Und er hat gesagt, ihr habt geschummelt. Wenn ihr jetzt nicht spurt, steht auf Schummeln der Untergang. Ja, es ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Und ich kann natürlich dazu in dem Sinne auch keine hundertprozentige Stellung nehmen, weil nicht ausgeschlossen ist, dass diese Fälle dann auch zum Gerichtshof kommen. Was ich damit sagen will, es gibt ja, wenn Sie so wollen, Nachfolgefälle, nicht, die sich auch auf individueller Basis bilden. Beispielsweise, also als die Geschichte mit Zypern war, haben wir Fälle, also Individualfälle bekommen vor dem Gerichtshof und auch vor dem Gericht. Und das könnte auch bei Griechenland der Fall sein. Aber Sie sind nicht mehr Richter dort. Müssen Nein, Sie trotzdem ich muss natürlich schweigen. Auch, ich muss schweigen und ich will schweigen, weil es natürlich eine gewisse, wie soll man sagen, einen gewissen Eindruck hat oder macht, wenn selbst der frühere Präsident des Gerichtshofes eine Meinung dazu gibt. Mhm. Nicht? Also wir haben ja natürlich Verpflichtungen, die über das eigentliche Amt hinausgehen. Aber nicht das juristische, grundsätzlich das politische. Das war doch ein ziemlich harscher Machtkampf. Ja, das politische ist natürlich etwas, was einem zu denken gibt, ganz allgemein. Die Situation ist sicherlich eine sehr schwierige Situation in Griechenland. Das ist eine sehr schwierige Situation geworden. Wie Stimmt man es, dann, dass man Sie ums Haar zum Ministerpräsidenten Griechenlands gemacht hätte? Das müssten andere beantworten. Es hieß an einem bestimmten Tag, also 2011, das war 2011, im November 2011, dass ich da nun plötzlich Ministerpräsident werden sollte. Glücklicherweise für Griechenland und für mich bin ich es nicht geworden. Und, wären Sie gegangen, wenn der Ruf gekommen wäre in höchster Not? Das weiß ich nicht. Ich meine, einfach wäre es nicht gewesen. Auf der anderen Seite will ich natürlich nicht verheimlichen, dass wenn jemand gebeten wird, in einer Notsituation so ein Amt zu übernehmen, es sehr schwer ist, dann letztlich Nein zu sagen. Aber ich muss betonen, vor dieser Situation habe ich nicht gestanden. Es trifft zu, dass man mich informiert hat, dass so etwas hätte kommen können. Aber das war nur ein paar Stunden. Am Nachmittag kam dann die Entwarnung und die war für mich natürlich sehr willkommen. War eine gute Nachricht. Das war eine sehr gute Aber Nachricht. Man kann es sich auch vorstellen, Sie sind, glaube ich, ein Mensch, der an Macht interessiert ist, in dem Sinn Gestaltungsmacht. Sie wollen auf dieser Welt etwas mitgestalten und verändern. Das ist schon ein bisschen der Lebensplan. Herr Klapproth, ich will also für Europa arbeiten und soweit meine Kräfte noch reichen. Und für das, was mich interessiert, für dieses Europa der Werte und für diese Rechtsgemeinschaft. Und ich sehe also nicht es als meine Aufgabe, aber auch nicht als meine Bestimmung. Man braucht mich, glaube ich, in Griechenland nicht so sehr, wie Sie glauben. Europa hat Sie dann und das Gericht gebraucht, um zu entscheiden, ob diese historische Entscheidung von Mario Draghi, dem Chef der Europäischen Zentralbank, richtig war, zu sagen, whatever it takes, wir schwemmen dieses Europa mit Geld voll, bis die Spekulanten... Naja, gut, also bin ich Jurist, es ist etwas vereinfacht dargestellt, wenn ich das eine so Spur sagen darf. Vereinfacht, aber ich meine, das war interessant, das Gericht musste dann entscheiden, hat die EZB das Recht gehabt, ja oder nein, und das Gericht hat gesagt ja, und Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht in Deutschland, sah das skeptischer. Das sind wieder Momente schon interessant, wo höchste Gerichte nicht einer Meinung sind. Und waren Sie dann einfach höher und gilt das, was Luxemburg sagt? Man muss natürlich hier differenzieren. Es ist ja das Bundesverfassungsgericht, das sich an uns gewandt hat und die Frage gestellt hat, ob und inwiefern dieses OMT-System mit den Verträgen vereinbar ist. Das ist das System, was die Geldflutung erlaubt. Ja, also den Ankauf von Anleihen am Sekundärmarkt.
Man muss hierzu sagen, also dieses System hat niemals funktioniert. Genau. Und ist auch jetzt obsolet. Aber die Drohung damit hat gereicht, um die Spekulanten zu verteidigen? Die Ankündigung hat gereicht, um das dann eben. Ja. Das ist natürlich auch ein Punkt, der faktisch, rechtlich ist das irrelevant, aber faktisch sollte man das doch zur Kenntnis nehmen. Also das Bundesverfassungsgericht hat sich zum ersten Mal an uns gewandt mit der Frage, ob und inwiefern das mit dem Vertrag vereinbar ist, was die EZB gemacht hat. Und hat zu verstehen gegeben, dass seiner Meinung nach Bedenken bestehen, auch im Hinblick auf das europäische Recht. Was das Bundesverfassungsgericht jetzt mit unserer Antwort macht, ist seine Sache. Was wir gesagt haben, ist, dass dieses System, so wie es entwickelt worden ist, mit dem Vertrag und mit den Kompetenzen der EZB und mit dem Primärrecht vereinbar war, aber unter bestimmten Bedingungen. Das heißt also, es ist keine carte blanche, sondern es ist ein System, das auch rechtlich gebunden ist und das dann auch gerichtlich kontrolliert wird. Aber also, ohne zu sehr eben in die Details gehen, die man hier noch in der Schweiz noch weniger kennt als in der EU, wo das auch ein Fall ist, der einen direkter betrifft. Es ist ja doch schon so, dass gerade aus Deutschland Karlsruhe und frühere Richter Roman Herzog, der dann auch Bundespräsident war, die haben ganz harsche Dinge zum Teil gesagt über das Gericht. Margaret Thatcher hat ja ausgesagt, dieses Gericht reißt alle Macht an sich und verändert. Aber wir haben überlebt, Herr Klaps. Sie sind noch da. Und das stimmt. Aber es ist schon, war das bitter, wenn man sagt, die sind das egal. Nein, egal ist es natürlich nicht. Man ist doch betroffen, also das ist ganz klar. Aber wissen Sie, ich meine, man muss sehen und man muss die Dinge so betrachten, wie sie dann wirklich sind. Wir sind nicht in einer Konkurrenz mit den nationalen Gerichten. Wir befinden uns nicht in einer Konkurrenz. Das fand ich sowieso faszinierend. Wir befinden uns auch nicht in einer Hierarchie. Das fand ich eben faszinierend, als ich mich da eingelesen habe. Ich habe gedacht, man sagt, ich bin das höchste Gericht, du machst, was ich sage. Nein, sie sind dauernd am Reden. Das ist ein Palaver im besten Sinne, ein Verhandeln, ein Überzeugen. Das ist, wenn wir nicht überzeugen können mit unseren Entscheidungen, dann riskieren wir, dass sie nicht befolgt werden. Ja. Und bislang ist das eben glücklicherweise nicht geschehen, weil wir uns genau bemühen, auch unsere Kollegen in den Mitgliedstaaten davon zu überzeugen, dass wir in einem, wie Sie sagen, ich will nicht sagen, in einem Verhandlungsverhältnis zueinander sind, aber wir sind in einem Verhältnis der gegenseitigen Kooperation, wo die Kompetenzen abgesteckt werden. Also Wahrheitsfindung. Die müssen den Fall entscheiden, nicht wir. Wir geben unsere Meinung zu der Interpretation und zu der Anwendung des Europarechts. Das finde ich faszinierend. Wahrheitsfindung durch Reden miteinander, durch Diskutieren. Wir treffen uns auch sehr viel. Genau. Auch sehr oft mit nationalen Gerichten, auch mit dem Schweizerischen Bundesgericht. Ich komme noch darauf, was Sie denen gesagt und was die Ihnen gesagt haben. Aber ich stelle also fest, ich bilanziere ein bisschen, Europa als Hort der Menschenrechte haben Sie dargestellt, wie ich finde, überzeugend. Europa als Macht Moloch haben Sie abgewehrt. Details können Sie keine nennen, finde ich auch. Kann man so sehen. Jetzt gibt es noch eine bösartigere These für Sie, glaube ich. Europa als Missgeburt. Es gibt Leute, die sagen, es ist ein totales Fehlkonstrukt von Beginn weg, wenn man verschiedene Kulturen, verschiedene Nationen mit anderen Lebensprinzipien unter ein Normendach stellen will. Und das Thema birgt die Gefahr, dass wir hier schlimm und schrecklich in die Klischees abstürzen. Aber ich glaube, mit einem Mann wie Ihnen, der so viel erreicht hat in Europa und aus Griechenland kommt, kann man das wagen. Und ich würde mal sagen, das Bild, nämlich das die Welt von Griechenland bekommen hat, ist zum Beispiel das Bild aus dem berühmten Film Alexis Sorbas nach dem Roman von Nikos Kazantzakis, wo man eindrücklich sieht, die Begegnung eines lebenslustigen alten Griechen, Alexis Sorbas eben mit einem kontrollierten jungen Engländer, der heißt Basil, im Film. Und der Höhepunkt des Films ist ja jetzt, wie das Kohlebergwerk einstürzt, das der junge Engländer geerbt hat und das sein griechischer Vertrauensmann Sorbas eben hätte auf Vordermann bringen sollen. Und das hat nicht gut geklappt. Die haben nicht sauber gearbeitet.
Und am Schluss, als alles schon stand, kracht das unter großem Getöse zusammen. Und man würde sagen, da bleibt gar nichts übrig. Und das schon als Kind hatte ich den Film gesehen und fand das faszinierend. Vor allem, wie die beiden reagieren, nachdem alles zusammengebrochen ist. Der Engländer, der schockiert ist, und der Grieche. Und wie reagieren sie? Sie tanzen. Sirtaki. Das wollen wir uns auch anschauen, wie die Sirtaki tanzen. Hey Boss, hast du jemals erlebt, dass etwas so bildschön zusammenkracht? Da musst du auch lachen, wie? Hey, da lachst du auch, wie? Hast du gesehen, wie sie alle gerannt sind? Ja, und besonders die Mönche. Schon beim zweiten Mal. Und schön Spaß beim dritten Mal. Nichts mehr da. Das ist eine Urschiffer, die wir hier haben von Griechenland. Vassilios Gouris, ist das so? Die Welt kann zusammenbrechen, Griechenland kann zusammenbrechen, der Grieche tanzt weiter? Ich würde zwei Lehren aus dieser Szene ziehen. Zunächst einmal, ich glaube, das ist auch so gemeint von Kazantzakis, dieses Land ist ja oft in Schwierigkeiten gewesen, in große Schwierigkeiten geraten. Und es hat es geschafft, dann doch immer wieder aufzuerstehen. Und das ist natürlich etwas, was man vielleicht auch auf die heutige Situation übertragen kann, hoffe ich, dass man dann eben auch Fehler gemacht hat in der Vergangenheit und dass es doch, hoffe ich, gelingen wird, jetzt wieder den Impetus zu finden und dass dieses Land noch einmal aufblüht. Der zweite Kommentar wäre, also es ist für mich natürlich eine Hoffnung, dass ich nicht den Gerichtshof so verlassen habe. Und jetzt er steht auch noch im Moment, muss, wie ich heute Morgen geprüft weil das habe. Zusammengebrochen ist. Also das. Und zur These, dass eben die Nordeuropäer und die Südeuropäer nicht zusammenpassen. Ich meine, 50 Jahre nach dem Film besteht diese These in spöttischster Weise weiter. In diesem Sommer hat der Spiegel ein Titelbild zeichnen lassen von seinem Karikaturisten Samson, der sehr begabt ist, wie wir sehen, aber auch ziemlich frech. Da tanzt ein besorgter Deutscher mit dem Geld in der Hand, mit einem lebenslustigen Griechen, dem es schnurzpieps egal ist, hat ja auch Uso in der Hand, dass sie alle in der EU am Abgrund sind. Das ist schon das Bild, das viele haben in der EU. Der fleißige Norden und der lebenslustige, faule Süden, die passen nicht zusammen. Was sagen Sie als einer, der beides in sich trägt? Ja, ich glaube nicht, dass dieses Bild korrekt ist. Zunächst einmal ist nicht korrekt, dass der Süden faul ist. Also das würde ich nicht akzeptieren. Man kann mit Statistiken, wie Sie wissen, vieles machen in die eine oder andere Richtung. Ich kann sagen, auch aus meinen... Aber dass er es nicht so genau nimmt mit den Normen. Ich meine, es gab von Inseln, ich weiß nicht mehr, Zakynthos, plötzlich ist 20% der Bevölkerung offiziell blind, weil es eine Rente gibt. Es war leider etwas mehr. Ja. Es war sogar mehr. Nein, das will ich auch gar nicht verkennen beziehungsweise nicht zur Kenntnis nehmen. Also Griechenland hat sehr viele Fehler gemacht in der Vergangenheit. Das steht fest. Aber es ist nicht richtig zu glauben, dass die Menschen in irgendeiner Form faul sind. Ich würde eher sagen, diejenigen, die das Glück haben heute, Arbeit zu haben noch, die sind besonders fleißig, weil sie natürlich wissen, also die müssen auch sehr fleißig sein. Also dieses Bild ist nicht besonders gut und es trifft auch nicht zu in diesem Sinne. Jedenfalls meine persönlichen Erfahrungen mit dem Norden sind nicht diejenigen, die dann eben dieses Gefälle tatsächlich bestätigen würden. Das ist auf
menschlicher Ebene, aber auch auf institutioneller Ebene nicht der Fall. Wenn wir jetzt vom kleinen griechischen, vom kleinen europäischen Land Griechenland zu einem anderen kleinen europäischen Land kommen, zur Schweiz, in der Fläche noch dreimal kleiner, ein bisschen wenig Einwohner, aber sonst nicht ganz unvergleichbar von den Dimensionen her. Wenn der Kellner Sie nachher im Restaurant, wo wir sitzen, erkennen würde, würde er Ihnen vielleicht hier in der Schweiz in Ihnen einen fremden Richter sehen. Nein. Und das haben die Leute nicht gerne hier, fremde Richter. Ich will so fragen, mit den letzten 5 Minuten, die wir hier in diesem Gespräch haben, würden Sie, wenn Sie in unseren Schuhen ständen, sich anschließen wollen als kleines Land, dieser Riesenorganisation EU, wo so vieles schon entschieden ist und wo so viel Macht weit weg ist? Ich würde zunächst einmal fragen, ist das nicht faktisch so, dass die Schweiz großenteils an Europa, an die Europäische Union gebunden ist? Wirtschaftlich schon. Wirtschaftlich, aber auch institutionell durch die Verpflichtung praktisch, dies eins zu eins zu übernehmen, was in Europa entschieden wird, schon, großenteils. Aber da sagt die eben wieder zur stärksten Kraft bei den Wahlen gewordene Partei, die SVP, hier, das wollen wir eben nicht. Hier wollen wir einen Riegel schieben, keine Übernahme mehr. Haben Sie Verständnis dafür? Ich würde sagen, nein, weil für mich die Schweiz ein sehr europäisches Land ist. Und ich möchte also nicht missen, dass die Schweiz also ihren Mehrwert auch dazu beiträgt, dass Europa auch besser wird, nicht in jeder Beziehung. Aber ich möchte vielleicht etwas zum fremden Richter sagen. Ich kann das begreifen von der Idee her, dass man also dies als ein Problem darstellt. Aber ich kann Ihnen sagen, dadurch, dass die Europäische Union so gewachsen ist, werden die meisten Entscheidungen bei uns am Gerichtshof von Richtern getroffen, die für gemessen an dem Fall, der Ausgangsfall ist, auch fremde Richter sind. Es ist auch ein Irrglaube zu meinen, dass der Richter, der aus dem Land kommt, aus dem der Fall stammt, an diesem Fall arbeitet. Nein. Da tritt man in den Ausstand. Nein, auch nicht. Ja. Aber es besteht erstens überhaupt keine Garantie. Ja. Der wird nie Bericht erstattet, das ist klar. Ja. Also das ist eine goldene Regel. Kein Präsident gibt einen Fall, nicht der aus dem Land stammt, dem Richter, der auch aus dem Land stammt. Das steht fest. Ob er jetzt an diesem Fall mitwirkt, ist eine Frage der Konstellation. Also viele Fälle, ich würde sagen sogar die meisten Fälle, werden von fremden Richtern in diesem Sinne entschieden. Also insofern sollte man das, glaube ich, etwas genauer betrachten. Ich kann verstehen, dass dann das ein Problem ist. Aber ich glaube nicht, dass das ein unüberwindliches Problem sein würde. Das Argument ist, die sind ebenso fremd gegenüber dem EU-Bürger. Die sind nicht voreingenommen mehr gegenüber der Schweiz. Wir werden das hier nicht lösen können. Es gab interessante Fernduelle zwischen dem Außenminister Burkhalter und Ihnen. Er sagte, er wollte Sie als Gutachter das Gericht, und das wollen Sie aber nicht nur Gutachter sein. Das können wir hier und müssen wir auch nicht ausdiskutieren, sondern ganz zum Schluss möchte ich zurückkommen zur Person dieses griechischen Juristen, der den Olymp in Europa erreicht hat, in Luxemburg beim höchsten Gericht, der wichtigste Mann war jetzt 12 Jahre lang. Was bleibt hängen am guten Vielen? Gibt es Dinge, die Ihnen manchmal noch schlaflose Nächte bereiten? Gibt es Fälle, wo Sie sagen, dort hatte ich mich geirrt? Wissen Sie, das kann man in so einem Gericht, das kollegiale Entscheidungen trifft, glücklicherweise nicht als Gefühl haben. Ach, Sie waren doch der Wettermacher jetzt zum Schluss. Sagen Sie die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, euer Ehren. Nein. Das ist übertrieben. Sicherlich hat der Präsident eine wichtige Funktion, aber er kann doch nicht eine Entscheidung vorbestimmen. Und er kann doch nicht gegenüber seinen Kollegen, ich meine, wir haben zu 15 entschieden. Ja. Dann, das ist okay, Sie stehen nicht alleine, aber haben Sie vielleicht mal falsch gespurt? Ich meine, ringt man mit sich? Ich kann Folgendes sicherlich sagen. Ich bin ja nicht immer einverstanden gewesen mit der Mehrheit. Das ist ja normal, nicht?
Und ich glaube also, dass ich recht hatte, nicht einverstanden zu sein. Aber dass das mir schlaflose Nächte bereitet, kann ich nicht behaupten, weil ich auch das System verteidigen muss und verteidigen will, dass eben die Mehrheit Recht hat und nicht also auch eine Minderheit, die vielleicht nach meinem Dafürhalten die besseren Argumente für sich hätte. Das ist das System. Damit muss man sich abfinden. Und man muss dieses System auch verteidigen. Das Motiv war, das haben Sie gesagt, Sie haben nach Gerechtigkeit gesucht für dieses Europa. Haben Sie sie gefunden? Nein, das wäre übertrieben zu sagen, dass man sie findet. Das ist ein ständiger Prozess. Man darf nicht die Suche aufgeben. Herr Richter-Skouris, ganz herzlichen Dank, dass Sie als erstem Fernsehsender hier uns Ihre Gedanken offengelegt haben. Die Gedanken eines Mannes, der sehr viel gesehen hat, sehr hoch gekommen ist. Und was immer Sie jetzt machen, ich habe ja eine Vermutung, man wird auch in der Öffentlichkeit vielleicht wieder von Ihren Ihnen hören oder bei Ihrem Bäcker oder wo immer Sie. Haben Sie vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass ich diese Gelegenheit gehabt habe. Wir bedanken uns. Am nächsten Sonntag begrüße ich hier dann meine Kollegin Barbara Bleisch. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche allen einen schönen Sonntag.